Und hier ist endlich wieder alles so, wie es sein soll. Der Sommer ist in Lammastit zurück. Heile das Land, kehre zum Sommergolem zurück. Also wir werden noch einmal hier in den Sommertempel müssen. Und das sieht einfach jetzt hier insgesamt sehr viel freundlicher aus. Endlich wieder Strände, endlich wieder Grünes. Wir können jetzt natürlich hier nicht mehr hier auf den Storchenturm, weil hier die ganzen Eisschollen verschwunden sind, aber dafür können wir jetzt wieder die Wintersphäre wirken und das gleicht es aus. Dann kommen wir nämlich dort auch hoch. Palmen sind wieder da. Da kommen wir immer noch nicht hin. Aber ich denke, wenn wir hier weiter die Tempel abklappern, werden unsere Fähigkeiten wachsen. Wir haben jetzt die Fähigkeit zu schwimmen erhalten, können damit jetzt das Land schon viel, viel besser erkunden. An den Zelten durch. Und wir müssen nur kurz dahinter, dann sind wir schon am Tempel. Hier ist immer noch alles beim Alten, so wie ich das sehe. Also es ist natürlich auch hier der Winter verschwunden. Das heißt, wir spurten jetzt mal wieder aufs Dach hoch. Aber ansonsten, der Tempel steht immer noch komplett unter Wasser. Also das wurde hier nicht abgepumpt. Das heißt natürlich, dass wir hier wieder die alten Rätsel bestreiten müssen. Das ist eine Truhe. 140 Münzen, gut, dass wir da nochmal vorbeigeschaut haben. Bei unserer ersten Erkundung habe ich das nicht entdeckt. Da war einfach zu viel Eis hier herumgelegen. Ich würde sagen, das kürzen wir einfach ab. Einmal Frühling, bitte. Den bringen wir hier runter. Schön sanft mit uns gefallen. Auf den Sockel abgelegt. Und die Tür ist offen. Machen wir das wieder weg. Wir sind bereits drinnen. Und schwimmen wieder durch das Tor. Und jetzt müssen wir hier nur geradeaus weiter. Und wir sind wieder da durchgekommen. Und dann mal schauen, wie die Reaktion des Golems ausfällt, ob er seine alte Stärke wieder gewonnen hätte. Das könnte eventuell dann nicht so gut für uns laufen. Oder ob er jetzt spürt, dass wir hier eine gute Tat vollbracht haben und freundlich mit uns ist. Wir sind wieder beim Wal angelangt. Und hören uns seine Geschichte weiter an. Hast du das gesehen? Das habe ich. Du bist meine Augen und Ohren, weißt du noch? Oh ja, es fand eine Menge toller Zerschmetterungen statt. Die verderbten Kristalle sind zerstört. Jetzt ist alles gut, oder? Die Lichtkerne schenken mir Leben. Fürs Erste. Was meinst du fürs Erste? Die Transformation steht an. Nimm ihn. Meine Zeit naht sich dem Ende. Deine öffnet sich gerade. Halt, ich dachte, du kommst mit mir. Das war der Deal. Akzeptanz ist Teil der Wahrheit. Genauso wie Problemlösungen. Komm schon, es gibt einen anderen Weg. Du wirst nicht sterben, bitte. Du machst dir Sorgen um mich. Du bist der Macht wirklich würdig. Sorge dich nicht. Wenn wir weiterziehen, wird unsere Seele nicht zerstört. Sie ändert nur ihre Form. Quest abgeschlossen, heile das Land. Neue Quest, der Herbsttempel, sprich mit den Wächtern, du hast gerade einen Lichtkernstein erhalten.
Das war jetzt wirklich sehr traurig. Ari ging das auch richtig nahe. Wir schauen an, was er uns als Abschiedsgeschenk hinterlassen hat. Hier haben wir es. Lichtkernsteine. Wir brauchen die 4 Lichtkernsteine, um den Kartografen zu aktivieren. Der ganze Pool ist leer. Guckt euch das an. Da ist nichts mehr übrig geblieben. Der hat alles eingenommen und jetzt ist es so leer hier. Schade, aber wie er gesagt hat, seine Seele wird fortbestehen, also nehmen wir den Teleporter nach draußen und werden sein Werk vollenden.